Qualifizierung Betreuungsassistent, Betreuungsassistentin nach § 43b, 53b Sozialgesetzbuch 11 ist oder berechtigt, die Absolventen mit dieser Qualifizierung dann tätig zu werden als Betreuungsassistent, Betreuungsassistentin in den Einrichtungen der Altenhilfe oder Demenzbetreuung. Weiterhin auch in Tageskliniken können Betreuungsassistenten eingesetzt werden und aber auch in Heilerziehungspflege, wo wir die Betreuungsassistenten wiederfinden. Unsere Teilnehmer werden finanziert durch die Bundesagentur für Arbeit, das Jobcenter der Deutschen Rentenversicherung, aber auch Selbstzahler oder durch die Einrichtungen, die Kosten übernehmen. Und da ist eine Zugangsvoraussetzung, bevor die Teilnehmer den Kurs starten, ein zweiwöchiges Orientierungspraktikum, um die Beschäftigung, die Arbeitsweise mit Demenzerkrankten in den Einrichtungen kennenzulernen. Wenn der Teilnehmer zu uns kommt, das Orientierungspraktikum absolviert hat, fragt er sich natürlich, was lerne ich jetzt bei euch im Campus? Wir in Campus sind groß breit aufgestellt. Es sind die großen Bereiche rechtliche Grundlagen, die aktuelle Rechtsprechung, gerade im Krankheitsgeschehen oder im Krankheitsbild Demenz. Wir bieten dann den Bereich Hauswirtschaft und Ernährung an, wo wir auch hier eine Besonderheit oder eine neue Besonderheit haben mit unserer neuen Küche, dass unsere Teilnehmer auch die fachpraktische Umsetzung hier erproben mit Fingerfood, Imbissstation, um diese dann auch im Praktikum anzuwenden. Dann erlernen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen natürlich den großen Bereich Anatomie, Physiologie, Pathologie. Hier insbesondere geht es auf die Alterserkrankung und der Schwerpunkt liegt im Demenzbereich. Das heißt, die demenzielle Veränderung wird anatomisch, pathologisch gut durch unsere Ärzte dargestellt. Dann der große Bereich Beschäftigung und in diesem Bereich Beschäftigung bewegt sich die Biografiearbeit, die Milieugestaltung, das konzeptionelle Arbeiten mit, im Umgang mit Demenzerkrankten. Dann die ganzen Methoden der Beschäftigung, vom Lesen, vom Erzählen, von Bewegung, von Musik, von Snuseln. Was wir unseren Teilnehmern auch anbieten, ist immer, dass wir fachpraktische Erprobung machen, gerade so, wie gestalte ich eine Exkursion oder einen Ausflug mit älteren Menschen. Das hat uns gezeigt, dass es sehr, sehr gut angenommen wird von den Teilnehmern. Die rechtlichen Sachen waren eben wichtig, dass man da Bescheid weiß. Dann die Ernährungsinhalte, ganz wichtig die Beschäftigung und auch, wir haben ja so Rollenspiele und Fallbeispiele gemacht, super wichtig, habe ich nachträglich gemerkt, die waren Gold wert. Und kann man gar nicht genug von haben. Die waren mega und überhaupt diese ganzen psychologischen Übungen, die wir gemacht haben, die waren ganz toll. Also tolle, tolle Dozenten, wirklich. Das nächste Angebot für den Betreuungsassistenten ist dann in der Theorie auch noch, sie kriegen alle eine Erste-Hilfe-Schulung, die 8 Stunden bei uns durchgeführt wird. Dann bieten wir das Rollstuhltraining mit dem Deutschen Roten Kreuz in Zusammenarbeit an. Das heißt, hier erlernen die Teilnehmer an einem Tag die praktische Handhabung mit Rollstühlen, umgangsweise mit Rollstühlen, mit sämtlichen Hilfsmitteln, auch mit praktischer Erprobung, wo die Teilnehmer dann eine Selbsterfahrung mit S-Bahn fahren machen, mit Fahrstühlen umgehen. Und die rote Karte, die sogenannte rote Karte, bekommen die Teilnehmer, um dass sie dann auch in der Einrichtung mit Nahrungsmitteln, mit Lebensmitteln arbeiten dürfen. Der Kurs Betreuungsassistent, Betreuungsassistentin hat eine gesetzliche Vorgabe an Stunden. Diese sind 200 Stunden. Die setzen sich so zusammen, 160 Stunden Theorie und 40 Stunden Praktikum.
Wir als Campus gehen über diesen hinaus, weil wir durch unsere fachkompetenten Dozenten, Dozentinnen, gerade im Beschäftigungsbereich unseren Teilnehmern mehr mitgeben möchten. Wir bieten also unseren Kurs mit 420 Stunden an. Das heißt, wir haben 380 Stunden Theorie und 40 Stunden Praktikum. Der Teilnehmer geht dann, wenn er die Theorie absolviert hat, in ein vierwöchiges Praktikum, was er sich selbst sucht. Und wenn der Teilnehmer, die Teilnehmerin kein Praktikum findet, da haben wir dann unsere Teilnehmerbetreuung, die sich aktiv dann auch um die Teilnehmer kümmert. Derzeit haben wir in unseren Kursen eine 90-prozentige Vermittlung sämtlicher Teilnehmer. Die restlichen 10% sind vielleicht noch nicht bereit oder möchten noch mal kurz pausieren und fangen dann später an, eine Tätigkeit als Betreuungsassistentin, Assistent aufzunehmen. Der Betreuungsassistent, die Betreuungsassistentin nach § 43b, 53b des Sozialgesetzbuch 11 wird eingesetzt in folgenden Arbeitsbereichen oder Arbeitsgebiete. Ein großer Part ist die Altenhilfe, unterteilt mit der ambulanten Altenpflege, mit der stationären Altenpflege und hier insbesondere die gerontopsychiatrischen oder geschützten Wohnbereiche mit Demenzerkrankungen, aber auch auf den offenen Wohnbereichen finden auch Betreuungsassistenten ihren Arbeitseinsatz. Dann, wie gesagt, in Demenz-WGs, was ganz groß ist und was jetzt auch so entsteht.